Wet News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio. Wir haben heute den 11. April 2012 und ich habe eine wichtige Information für euch. Und zwar mit dem Titel, das Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung, jeder kann mitmachen. Und hier geht es um den Themenbereich Selbstbestimmung, Stimmrecht und Vollmacht für die VSV gemäß einer entsprechenden Presseveröffentlichung der Vereinigten Selbstverwaltung. Und das Stichwort ist, oder der Stichsatz ist, es gibt kein Gesetz, keine Rechtsvorschrift, nach welcher die Verpflichtung besteht, Parteien oder Parteimitgliedern einen Regierungsauftrag zu erteilen. Es ist legitim, sich als Volk die mehrheitlichen Stimmen zu sichern, um seinen Staat selbst zu verwalten. Weiterhin heißt es, die VSV weisen darauf hin, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts der Bundesrepublik Deutschland vom 31. Juli 1973 der Staat Deutsches Reich nicht untergegangen ist. Nach dem wesentlichen Orientierungssatz dort heißt es, es wird daran festgehalten und die entsprechenden Paragraphen und Hinweise finden sich dann in dem entsprechenden Textlink. Es wird also daran festgehalten, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später untergegangen ist. Es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich, in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings teilidentisch. So heißt es dort in dem Text. Hier geht's weiter. In der jüngeren Vergangenheit wurde von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen verschiedener Institutionen der Bundesrepublik Deutschland, von Landes- bzw. Kommunalmitarbeitern die Aussage getätigt, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 untergegangen und demnach nicht mehr existent. Mit der Aussage, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland untergegangen, wird den Richtern des Bundesverfassungsgerichtes unterstellt, dieser Umstand sei an ihrer Kenntnis vorbeigegangen, denn ansonsten hätte das 1973er Urteil kaum von ihnen so verfasst werden können. Es muss dazu kein weiterer Kommentar erfolgen, außer der Hinweis darauf, dass bis heute kein Urteil oder eine Bestätigung erfolgte, das Deutsche Reich sei untergegangen und die erkennenden Richters des Urteils vom 31. Juli 1973 haben sehr wohl den rechtlich und geschichtlich zutreffenden Status berücksichtigt. Die Recherchen der VSV brachten als Ergebnis, dass mit der Behauptung, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland untergegangen, die Geschäftsführung der Bundesrepublik Deutschland die Gefahr für sich erkennt, durch die immer lauter werdende Forderung deutscher Reichsbürger, es könnte ein Umbruch im Bewusstsein des deutschen Volkes eintreten. Das Bürgerbüro Berlin des Innenministeriums der BRD äußert bei telefonischen Anfragen, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland untergegangen. Unter anderem liegt diese Aussage auch vom Oberbürgermeisteramt der Stadt Hamm in Westfalen schriftlich vor. Reichsbürger werden immer mehr als eine Gefahr bezeichnet und wörtlich als eine Art rechtsextremistischer Sekte eingestuft und das in aller Öffentlichkeit vom Innenministerium des Landes Brandenburg durch den Pressesprecher der Presse zugetragen. Ja, dabei ist doch der Name des deutschen Nationalstaates das Deutsche Reich, welches zugleich auch die staatsrechtliche Bezeichnung Deutschland trägt. Selbst in Artikel 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland wird auf die deutsche Volkszugehörigkeit Bezug genommen und daraus erklärt sich die Staatsangehörigkeit des Deutschen Reiches, wie auch das Ruhrgebiet
Stark, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahre 1913, verbindlich bestimmt. Die Reichsbürger werden zunehmend von Gerichten der BRD zu Spinnern und unter Realitätsverlusten leidend erklärt, teilweise sogar beschimpft. Nach herrschender Rechtsauffassung der VSV handelt es sich hier um mögliche Volksverhetzung und ist nach § 130 Strafgerichtsbuch strafbar. Strafgesetzbuch, Entschuldigung. Das gilt auch für Politiker. Immerhin sind die Reichsbürger Staatsangehörige des Deutschen Reiches und das Deutsche Reich ist Deutschland. Also eine staatsrechtliche Bezeichnung für den Heimatstaat und nicht die Bezeichnung oder gar ein Synonym für die Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile werden Staatsangehörige des Deutschen Reichs beschuldigt, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland zu verleugnen. Doch zutreffend ist lediglich, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat, sondern als eine Nichtregierungsorganisation oder NGO, wie es auch heißt, angesehen wird. Das deutsche Volk fordert das Recht ein, seinen Heimatstaat wiederhergestellt zu wissen, der Souverän in seinem Land, in seinem Staat zu sein. Es ist zudem das Recht, sich gegen Rechtswillkür und Völkermord zu stellen, denn über 60 Jahre lang hat kein Politiker der BRD den Willen gezeigt, endlich Friedensverträge zu fordern. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 2008 festgestellt, dass das Wahlgesetz der BRD weder den rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht, noch infolge davon eine ordnungsgemäße Regierung besteht. Danach sollte das Wahlgesetz bis zum 30. Juni 2011 geändert werden. Wo ist das Ergebnis? Wer ein Volk aushungern lässt, es ausbeutet und für die Begleichung von Schulden anderer Staaten arbeiten und wirtschaften lässt, begeht nach Rechtsauffassung der VSV möglicherweise Völkermord, indem Teile der Souveränität des Volks und sein Eigentum beschädigt werden. Es gibt kein Gesetz, keine Rechtsvorschrift, nach welcher die Verpflichtung besteht, Parteien oder Parteimitgliedern einen Regierungsauftrag zu erteilen. Es ist legitim, sich als Volk die mehrheitlichen Stimmen zu sichern, um seinen Staat selbst zu verwalten. Und aus diesem Grund kann jeder Mann, auch ohne Mitglied in den VSV oder in der Selbstverwaltung zu sein, eine Vollmacht an die VSV erklären, den Heimatstaat des deutschen Volkes wieder handlungsfähig zu gestalten, Friedensverträge zu schließen und mit allen Völkern der Erde in Eintracht zu leben, zum Wohle des deutschen Volkes, seiner Kinder und Kindeskinder. Und in der Beschreibungsbox dieses Videos findet ihr dann die entsprechenden Links, um euch diesen Text noch einmal durchzulesen und die jeweiligen weiterführenden Links und Beschreibungen zu sehen und danach zu handeln. Nicht? Und hier ist die Aufforderung der VSV an alle, sich da zu beteiligen und die Stimmrechtserteilung auszufüllen, also ausdrucken, ausfüllen und dann an die Geschäftsstelle der VSV zuzusenden. Da steht alles beschrieben auf dieser Vollmachtserteilung. Das ist wichtig, dass wir da jetzt alle mitmachen. Herzlichen Dank, ist der Detlef von Wake News Radio. Wake News Radio ohne Blatt vor dem Mund ist jeweils am Dienstag und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit mit Top-Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanz, Umwelt, Gesellschaft und viele mehr on air. Hereinhören, mehr unter wakenews.net.